Wir sind heute auf Wiens Straßen unterwegs und fragen nach, wie denn arabische Musik bei den Österreicherinnen und Österreichern ankommt. Dürfen wir Ihnen etwas arabische Musik vorspielen? Ja, gerne. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود. Ich find's interessant und schön, aber ich hör's offen gesagt nicht. Inwiefern interessant? Also von der ganzen Rhythmik, von der Sprachmelodie, ist lebendig, aber das ist nicht meine Musik. Alter Rocker. Dankeschön. Bitteschön. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich arabische Musik, aber es gab ja vor einigen Jahren, da wie das Okasel aufgesperrt hat, diese, ich weiß nicht, das war gleich so eine Mischmusik, ja? Also das hat eher so türkischen Einschlag gehabt, ich weiß nicht, wie die geheißen hat, aber das war eine Zeit lang ja sehr populär, kann ich mich erinnern, so Ende 90, Anfang 2000, oder? Okay. Und da haben Sie das gehört, öfters? Also solche, ja, also da war ich öfter dort, ja. Hörst du sonst auch arabische Musik? Um ehrlich zu sein, nein. Ich höre viel englische Musik und selbst auf Deutsch recht wenig. Also, ja, eher nicht. Hat dir das Stück gefallen? Ja, es klang witzig, ein bisschen zu poppig für mich, glaube ich. Aber also ich mag diese Melodie auch also bei arabischer Musik. Ich finde es sehr melodisch. Hat es dir gefallen? War etwas anderes mal, weil ich höre sonst eigentlich nie arabische Musik. Hast du nie arabische Musik? Gar nicht arabische Musik, nein. Nur so bei Freunden, wenn man das hört. Oder so, ja. Also hast du Freunde, die arabische Musik hören? Eher Bekannte, die man einfach kennt, und wenn sie ihre Musik hören, dann hört man sie eben auch und dann, ja. Schon mal arabische Musik gehört im Alltag? Ja, beiläufig halt. Also man hört es halt hin und wieder aus den Autos im Sommer zum Beispiel oder so, aber jetzt selbst aktiv oder bewusst noch nicht, nein. Hat Ihnen das hier gefallen, den Song? Ja, es ist rhythmisch und es klingt irgendwie orientalisch, also ja. Voll witzig, das Lied kenne ich sogar. Also ich könnte jetzt nicht den Künstler sagen oder den Titel, aber ich habe es schon mal gehört. Super, hörst du sonst auch arabische Musik in deinem Alltag? Naja, ich habe ein paar arabische Bekannte, die hören schon manchmal ein bisschen arabische Musik. Daher kenne ich die Töne und die Rhythmen, die sind ja schon ein bisschen anders als englischsprachige oder deutschsprachige Musik. Aber jetzt so im privaten Bereich höre ich eigentlich nicht so viel. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie beliebt arabische Musik bei Österreicherinnen und Österreichern ist. Vielleicht ist der eine oder andere nun auf den Geschmack gekommen. Mehr über arabische Musik erfahren Sie jetzt bei Nur im Studio. Hey! Hey!